Hallo, ich bin Ulrich und ich war gerade das letzte Mal mit diesem Auto tanken. Mein Neffe, 30 Jahre jünger als ich, gerade Führerschein gemacht, erzählte mir, man kommt mit 10 Geldeinheiten Super Plus weiter als mit 10 Geldeinheiten E10. Da musste ich doch schmunzeln, weil man hat mir vor 30 Jahren schon gesagt, man kommt mit 10 Geldeinheiten super, seinerzeit war es sogar noch verbleibt, weiter als mit 10 Geldeinheiten Benzin. Das habe ich seinerzeit schon ausprobiert und jetzt habe ich das Experiment nochmal wiederholt. Und zwar habe ich Folgendes gemacht: Wir haben ja mittlerweile 5 Sorten Benzin, womit man so einen ganz normalen Ottomotor betreiben kann. Da habe ich halt im Januar mit E85 im Drittelmix gefahren, dann im Februar E10 und im März E5 und im April Super Plus und im Mai Ultra Super 100. Gut, und das Endergebnis war, egal was ich getankt habe, die Kosten für 100 Kilometer oder auch für 1000 Kilometer sind immer die gleichen. Die Treibstoffkosten für diese Kilometer waren immer die gleichen. So, der Rest dieses Modells ist jetzt Statistik. Ich war natürlich der einzige Fahrer. Ich habe seinerzeit so 4000, über den Daumen 4000 Kilometer im Monat gefahren, die ich auch nachweisen kann, die ich anhand von Tankquittungen belegen kann, die ich auch mit einem Fahrtenbuch belegen kann. Dieses Fahrtenbuch ist lückenlos geführt vom Beginn an, von den ersten 10 Kilometern, als ich dieses Auto übernommen habe beim Händler, und komplett auch lückenlos über diese 10 Monate, wo ich dieses Experiment gemacht habe. Gut. Fehler, die ich versucht habe zu minimieren, sind, ihr kennt das, bei mir sitzt die Zapfsäule auf Backbord, und wenn man von, wenn man jetzt von Steuerbord ran fährt, dann muss ich ja einmal mit dem Schlauch hinten ums Auto. Und dann kriege ich natürlich mehr Benzin rein, als wenn ich direkt vom Backbord aus tanke. Auch wenn ich E85 im Drittelmix tanke, dann muss ich mich in der Tankstelle melden. Ich würde gerne noch weiter tanken. Zwischenzeitlich kann sich das Ganze setzen. Ein weiteres Problem bei solchen Experimenten ist der Druck, der auf der Pumpe ist. Da gibt es Pumpen, die haben mehr Druck und welche, die haben weniger Druck. Und wer mal an der Motorradsäule getankt hat, was mit diesem Auto kein Luxus ist, wenn es dann eine gibt, der weiß, da kriegt man auch mehr rein. Es schäumt einfach weniger. Auch die Arten, meines Wissens ist, dass E10 schäumt mehr als Super Plus, soweit ich das sagen kann. So, das kann man über eine Grundgesamtheit ausschließen. Grundgesamtheit ist nichts anderes als den Wert zu mitteln, beziehungsweise entweder über den einfachen Mittelwert zu mitteln oder auch über die Varianz zu mitteln. Und damit kann ich halt diese Unterschiede ausgleichen. Auch Unterschiede, dass man vielleicht nicht immer volltankt, gerade bei so Sorten wie E85 oder Ultra Super 100, die es nicht überall gibt. Gerade in dem Zusammenhang kommen da schon Fehler rein, aber diese Fehler sind eigentlich über die verhältnismäßig große Grundgesamtheit dann doch wieder zu reduzieren. Am Schluss war es dann so, dass E85 minimal billiger war als Super Ultra Super 100 und das minimal als Ultra Super Plus, als Super Plus. Aber das waren so minimale Abweichungen, dass man da wirklich sagen kann, sind mit ziemlicher Sicherheit statistische Fehler. Das war der Abgesang auf dieses Auto. Noch sind es 214 Kilometer, sagt er jetzt, bis er dann wahrscheinlich die Tage endgültig stillgelegt wird und dann auch in der Schrottpresse wahrscheinlich landet, nach 360.000 Kilometern insgesamt. Wobei ich bin die letzten Jahre, seitdem ich im Hartz 1 System bin, auch lange nicht mehr so viel Kilometer gefahren wie in der Zeit, als ich noch im Hartz 2 System zu Hause war. Nochmal kurz das Experiment. Wie gesagt, ich bin erst einen Monat mit E85 im Drittelmix gefahren, dann einen Monat mit E10, einen Monat mit E5, einen Monat mit Super Plus, einen Monat mit Ultra Super 100 und dann habe ich Januar, Februar, März, April, Mai, im Juni, Juli, August, September, Oktober das Experiment wiederholt, sodass ich eigentlich mit jeder Treibstoffsorte tunlichst in jedem Monat, in jeder Jahreszeit auch mal war. Gut, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, tschüss.